Okay, ich begrüße euch erneut und gerne zur Martiné von Paira e.V. im Cum Laude. Unser heutiger Gast ist Verleger, Journalist und Reisender und Unternehmer Enno Lenze aus Berlin. Und Enno wird uns heute Informationen zur Region der Kurden in Nordirak liefern, weil er dort einige Reisen hin unternommen hat. So, und jetzt interessiert uns natürlich, wie ein Privatmensch, du bist ja nicht offiziell Journalist, sag ich jetzt mal, oder hast da auch nicht vorher sehr viel gemacht, wie gesagt, du kommst ja aus dem Verlagswesen und Unternehmertum, was hat dich denn dazu gebracht, in diese Krisenregionen zu reisen und dort auch immer wieder hinzufahren und so, welche Motive haben dich da getrieben, Enno? Ein Freund von mir, ein grüner Politiker, Sigi March, war seit Anfang der 90er dort und hat Hilfsprojekte gemacht. Und durch ihn habe ich viel von der Region mitbekommen und auch mitbekommen, dass es zumindest im Nordirak, also in der autonomen Region Kurdistan, immer friedlicher wurde. Und irgendwann kamen die Touristen und dann bin ich auch hingefahren und habe da Urlaub gemacht ein paar Wochen und habe dann mehr und mehr Leute kennengelernt und bin wiedergekommen. Und als ich dann erneut da war, war der Bürgerkrieg in Syrien wieder ordentlich am Toben und es kamen Flüchtlinge über die Grenze und es gab Flüchtlingscamps da, wo ich vorher noch im Urlaub war. Und dabei, als ich vor Ort war und mit Leuten gesprochen habe, fiel mir dann halt auf, dass man zwar Flüchtlinge kennt und gesehen hat und die Medienberichte kennt, aber eigentlich noch nie sich angeguckt hat, was heißt das jetzt? Was ist so ein Flüchtlingscamp, wo 80.000 Leute leben oder so? Und dann habe ich halt gefragt, ob wir mal rüberfahren können und habe es mir das erste Mal angesehen. Und Freunde aus Deutschland fanden es natürlich interessant, weil die genauso wenig sowas live kannten und dann eben gesagt haben, ich soll doch mal was drüber schreiben. Um dann eben nicht jedem Einzelnen immer zu berichten, habe ich dann angefangen, längere Artikel drüber zu schreiben. Und so ist das Ganze losgegangen. Dann schwappte irgendwann der ISIS-Krieg aus Syrien immer weiter rüber. Und Leute, die ich dann inzwischen ganz gut kannte und als Freunde gewonnen hatte in der Region, waren auf einmal nicht mehr in ihren normalen Jobs tätig, sondern haben dann angefangen, an der Front zu dienen und waren im Einsatz. Und sieht man dann besonders in den sozialen Medien, wenn halt die Bilder nicht mehr Partybilder sind, sondern auf einmal mit Gewehr und im gepanzerten Fahrzeug und so. Und dadurch bin ich dann bei dem Thema hängen geblieben und habe mir halt angeguckt, was die vor Ort eigentlich machen. Okay, und jetzt nochmal zur Region. Es geht um den Nordirak und die Grenze zu Syrien spielt da ja offensichtlich auch eine Rolle. Kannst du uns ein bisschen beschreiben, wie da so die Situation ist, auch welcher Teil Kurdistans ist es eigentlich? Also es ist der Teil im Nordirak und da ist es schon ein bisschen diffus. Es gibt in der irakischen Verfassung ganz klar definiert, wo die autonome Region Kurdistan liegt. Das sind Prinzip drei so Provinzen, die das zusammen bilden. Die Region hat ein eigenes Parlament, eigene Gesetze, eigenes Militär, eigene Polizei und die irakische Armee darf in die autonome Region Kurdistan auch nicht rein, also zumindest nicht im Dienst, im Urlaub schon. Aber die Grenze war nie so richtig, also sie war mal definiert, aber die faktische Grenze lag schon immer woanders und dann kamen die sogenannten Disputed Areas, also die unklaren Gebiete, die mehrheitlich von Kurden bewohnt sind, aber zum Irak gehörten. Und seit letztem Dezember ist es da noch deutlich unklarer, weil da ein Gebiet, was die ISIS der irakischen Armee abgenommen hatte, von der kurdischen Armee, also von den Peschmerga, zurückerobert wurde. Und die Fläche ist ungefähr so groß wie Saarland. Und das war halt eigentlich Irak. Jetzt wird es also Kurdistan zugerechnet. Die Flaggen, die Grenzposten und alles deuten auch deutlich darauf hin. Und früher war auch mal Kirkuk eine Grenzstadt und jetzt war die Front, als ich vor 2 Monaten da war, 60 Kilometer südlich davon. Also deswegen, die Grenze ist also so plus minus 100 Kilometer zu dem, was offiziell ist inzwischen, aber ungefähr da, also wo im Nordirak die kurdischen Flaggen wehen. Okay, aber die Kurden sind jetzt nicht sehr expansiv. Wir haben da ja im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, also die sind jetzt nicht darauf aus, den Irak zu erobern oder so, aber du hast das so schön ausgedrückt, wenn dann irgendwo noch ein Ölfeld mitgenommen werden kann, wird es natürlich mitgenommen. Du hast die Peschmerga erwähnt, die Peschmerga ist die Armee in der Region. Genau. Kannst du uns das ein bisschen genauer erklären, bitte? Also die irakische Armee darf in der autonomen Region Kurdistan nicht operieren, das heißt, es gibt eine weitere Armee, also die zu den irakischen Streitkräften gehört. Das sind die Peschmerga, also das heißt die den Tod ins Auge sehen und das ist die Armee der autonomen Region Kurdistan. Und immer wieder wird hier dann auch von kurdischen Milizen oder Rebellen gesprochen, was sehr merkwürdig ist, weil es eben eine in der Verfassung verankerte Armee eines souveränen Staates ist. Also nicht mehr und nicht weniger, nur deutlich schlechter ausgestattet als alles, was man sonst so auf der Welt kennt, weil die irakische Armee extrem gut aufgerüstet wurde von den Amerikanern, so auf den aktuellen Stand der Technik.
Der Großteil davon liegt jetzt bei der ISIS und die Kurden haben sie immer an der kurzen Leine gehalten und die haben halt alte Kalaschnikows, also zum Teil auch neuere, aber das macht es nicht viel besser, haben aber keine gepanzerten Fahrzeuge oder also eine Handvoll, haben ein paar Panzer, alte, haben wenig Raketenwerfer und keine Luftwaffe, also insgesamt auf einem relativ alten Niveau alles. Okay, wir kommen nachher nochmal zu den Waffen. Jetzt hast du mir von diesem sehr interessanten Kodex auch der Peschmerga erzählt. Also die sind ja tatsächlich, das kenne ich sonst nur aus Fantasy-Spielen, dass sie so diesem Kriegerkodex folgen, dass eben die Schwachen geschützt werden müssen. Du hast mir das Beispiel erzählt mit den Offizieren, die ja die christliche Sekte, die Aleviten oder welche das war, in den Bergen zurückgelassen hat und dafür tatsächlich auch hart bestraft wurden, weil ja solange hinter der militärischen Linie noch Wehrlose sind, wird weitergekämpft. Ja, genau. Ja, das waren, in dem Fall war es im Shingalgebirge, also das ging letzten Sommer durch die Medien, die Leute, die, also das war die Region, die zum Irak gehört hat und also die Ninive-Provinz, die von der ISIS übernommen wurde und wo, sagen wir, extrem locker verteilt Peschmerga in einzelnen Gegenden standen. Ich sagte, auf die Fläche vom Saarland vielleicht 10.000 Soldaten mit alter Ausrüstung, die also nicht die Region geschützt haben oder die Provinz, sondern einfach nur beobachtet haben. Dann hat die ISIS eine Angriffswelle gefahren und die Leute haben halt gesagt, unmöglich, also mit den paar verteilten Leuten ernsthaft einen Angriff abzuwehren. Und die Jesiden, die dort leben, seit Jahrtausenden, sind ziemlich wehrlos, ist halt kein kriegerisches Volk oder so, sondern die leben da vor sich hin und tun keinem was und wollen in Ruhe gelassen werden im Prinzip und dann ist alles okay. Und konnten sich halt selber nicht ernsthaft gegen die ISIS wehren. Ein Teil der Peschmerga ist dann zurückgezogen worden, also weil die Kommandanten von denen gesagt haben, das funktioniert so nicht, also wir können hier die Linie nicht halten, weil wir total in der Unterzahl sind und haben dann ihre Leute zurückgezogen. Was aus militärischer Sicht total verständlich ist, weil man ungerne Leute opfert in einer aussichtslosen Schlacht, wenn man so will. Und dann noch in einem Gebiet, was einem eigentlich nicht richtig gehört, also was auch so einen unklaren Status hat. Auf der anderen Seite war es eben so, man darf sich nicht zurückziehen, also nicht solange Zivilisten in Gefahr sind. Das ist bei denen, also egal ob es sozusagen das eigene Volk ist oder ein anderes, also wenn eine Minderheit zu schützen ist, ist halt zu schützen. Und da sind insgesamt 9 Leute vors Kriegsgericht gekommen von denen, was natürlich den Verstorbenen nicht hilft. Da sind zehntausende Leute gestorben und Tausende sind verschleppt worden von der ISIS, also junge Frauen, die als Sklaven verkauft wurden oder behalten wurden. Und das gab auch einen extrem großen Bruch in, also im Vertrauensverhältnis natürlich zwischen den Leuten, die dort leben und den Peschmergern, was sich auch nicht mehr kitten lässt. Verstehe. So, jetzt gibt es ja auch die PKK. Und die Peschmerga ist ja nicht die PKK. Nein. Du sagst, es gibt viele verschiedene Gruppierungen, auch militärisch. Ja. Und es gibt aber tatsächlich einen übergeordneten Willen zur Zusammenarbeit, auch wenn man sich untereinander vielleicht so ein bisschen nicht versteht. Ja? Ja, immer wieder, aber mäßig, würde ich sagen. Also im Prinzip die PKK, also die man ja aus der Türkei kennt, hat eine Schwesternorganisation in Syrien, die IPG. Die ist vor allem durch den Kampf um Kobane berühmt und berüchtigt worden. Und dann haben wir die Peschmerga. Und ganz, ganz simpel runtergebrochen kann man sagen, die Peschmerga sind in dem Sinne, also haben keine richtige politische Ausrichtung, aber die Regierung, der sie dienen, ist kapitalistisch. Während die PKK und die IPG kommunistisch oder marxistisch, ich muss sagen, die Abgrenzungen sind mir bei denen nicht ganz klar, aber so in dieser Richtung ausgerichtet sind. Was aber das Problem halbwegs auf den Punkt bringt, dass die sich nicht innerlich lieben die ganze Zeit. Wenn jetzt irgendwo ISIS-Leute rumlaufen und sind beide in der Nähe, natürlich kloppen die beide drauf und arbeiten zusammen und kämpfen Seite an Seite. Aber danach ist es meist so, dass man sagt, okay, ist wieder Ruhe, danke, ich gehe hier lang und du gehst da lang. Also man arbeitet, wo es sein muss, zusammen. Aber jetzt nicht, dass ein tiefer Wille für Zusammenarbeit grundsätzlich da ist, so meiner Meinung nach. Okay. Aber es wird dann erkannt und dann so gehandelt. Mhm. So, jetzt warst du ja Gast bei Kaka Hama. Ja. Der ist Parteivorsitzender der Sozialistischen Partei in der Region. In Kurdistan, ja. Ja, und der hat den Beinamen der Sozialistische Panzer. Ja. Kannst du uns ein bisschen erklären, wie es dazu kam? Also ich glaube, das Wort Panzer kommt zum einen von seiner Körperform und zum anderen, weil er immer nach vorne geht, egal wo es knallt.
und sozialistisch halt, weil er, was ich nicht für möglich gehalten hätte, wirklich durch und durch Sozialist ist, so wie ich ihn kennengelernt hatte. Also er wohnt nicht in der schönen großen Villa, er hat auch kein pompöse irgendwie Empfangsräume oder irgendwas. Also er hat halt ein repräsentatives Büro mit Couches und den Parteifotos und was halt so dazugehört. Also sagen wir so auf dem, so vom Luxusstandard her wie hier ein Abgeordnetenbüro in Deutschland oder so, aber nicht mehr. Und ansonsten wohnt er sehr einfach. Gibt auch nicht viel Geld für irgendwelche Luxussachen oder irgendwas aus. Also so saßen halt mit dem alten Laptop auf einer alten Couch bei ihm und haben uns irgendwie Fotos angeguckt. Also es ist, es erinnert schon fast an eine Studenten-WG, einige Teile davon, weil er halt einfach sagt, ja, aber es reicht doch. Also ich kann mir auch goldene Wasserhähne holen, aber davon wird das Leben halt nicht besser. Also fand ich sehr faszinierend, wie jemand, der also in der Position wäre mit, sagen wir mal, dem einen oder anderen Handgeld schön reich zu werden und die Füße hochzulegen, wirklich noch jeden Tag in den Kampf geht, oder nicht jeden Tag, aber ein paar Mal die Woche, und so extrem keinen Bezug zu Luxus oder zu teuren Gütern hat. Also was ich bei eigentlich egal welchen Leuten, die Zugang zu Geld haben, sonst nicht kenne. So, jetzt kommen wir nochmal zu ISIS. Ja. Da ist ja, da wissen wir ja eigentlich nur Schlechtes. Mhm. Und die ISIS im Irak speziell, du hast vorhin über Waffen gesprochen, die an Saddam geliefert wurden, die sind jetzt quasi von den ehemaligen Offizieren so durchgereicht worden an die ISIS, oder haben sie die erobert, oder wie ist da, was ist da passiert? Das, also im Prinzip hat die ISIS, also nachdem Saddam gestürzt war, ist die irakische Armee deutlich aufgeforstet worden mit Waffen, weil man gesagt hat, ist eine sehr kritische Region hier und die brauchen halt eine starke Armee, was ich grundsätzlich verstehen kann. Problem ist halt nur, wenn man eine Armee hat, die keine richtig sinnvoll funktionierenden Strukturen hat, wo es extreme Korruption gibt und wo eigentlich von oben bis unten die Leute wenig patriotisch oder so sind, sondern im Prinzip sagen, naja, hier kriege ich Kohle und ich habe einen halbwegs sicheren Job, dann ist das halt immer keine so solide Grundlage für eine Armee. Und als dann die ersten größeren Schlachten gegen die ISIS kamen, hatten die eine Quote von 80-90% desertierten Soldaten. Und die anderen 10-20% haben sich dann gesagt, hier bleibe ich auch nicht alleine. Klar, sind abgehauen, haben reihenweise Waffen, Ausrüstung und so zurückgelassen. Der Punkt, der es allerdings ein bisschen merkwürdig macht, ist, ich war vor über einem Jahr in Mosul, also bis zum Tigris, und wir konnten halt rübergucken bis auf die andere Seite vom Fluss, wo die ISIS war. Also es war eine Phase, wo es noch ganz gut ging. Und da kam so ein paar hundert Meter so eine Art Niemandsland. Und dann, also in diesem Niemandsland, also bis dann die ISIS kam, lagen jede Menge schusssichere Westen, Maschinengewehre, diese gepanzerten Humvees und so weiter. Also ich denke, okay, wegrennen, weil ein Feind kommt und man nicht kämpfen will, klar, ist irgendwie noch verständlich. Aber einen gepanzerten Wagen stehen lassen und die schusssichere Weste ausziehen, ist ein bisschen komisch, wenn ein Gefecht bevorsteht. Und deswegen ist die Sache, sagen wir mal, nicht so ganz klar, was da gelaufen ist. Und das gab es an anderen Orten auch noch. Aber da habe ich es halt gesehen. Also da kann ich sagen, ja, ist extrem merkwürdig. Und als wir dann in Kirkuk auf dem Flugfeld waren, stand da auch noch irgendwas zwischen Dutzenden und Hunderten Fahrzeugen, die gerade neue Hoheitszeichen bekommen haben, also von irakisch auf kurdisch, und neue Zündschlösser bekommen haben und seitdem bei den Peschmerga dienen, die halt auch einfach zurückgelassen wurden. Also ein ziemliches Chaos und wenig nachvollziehbare ideologische Motivation. Dieses mit dem Islamismus ist wahrscheinlich eher vorgeschoben. Du sagtest mal, die Offiziere, die da jetzt quasi arbeitslos geworden sind, ja, durch den Sturz Saddams, wollen jetzt schnell reich werden. Ja. Also da ist es eigentlich ja nur eine verbrecherische Intention. Also bei der ISIS im Prinzip, also nicht mal die Offiziere, sondern so die ganz hohen Generäle von der Baath-Partei, die also nachdem Saddam weg war, also ins Nichts fielen von die wichtigsten Menschen der Welt oder ihres Landes auf gar nichts, die wollten halt wieder mächtig und reich werden. Und die haben es wohl irgendwie auf die Reihe gekriegt, diese etwas verstrahlten Dschihadisten davon zu überzeugen, dass sie jetzt zusammen Gotteskrieg machen, was halt militärisch gesehen grandios ist, sich ein paar Idioten zu holen, die gerne sterben wollen und von denen immer mehr kommen. Also ist sozusagen wahrscheinlich der Traum eines jeden Generals, so ein paar Idioten in seinen Reihen zu haben. Und im Mittelfeld haben sie dann Offiziere, die oft aus dem ehemaligen Ostblock kommen oder aus der Ex-UdSSR halt, die für ein paar tausend Dollar im Monat quasi gemietet werden und die dann
den Teil machen, den die Generäle nicht machen wollen, also wirklich vor Ort sein, sich die Hände schmutzig machen und so. Und die Leute, die es mal mit angezettelt haben, versuchen halt Geld rauszuziehen und sitzen irgendwo halbwegs in Sicherheit. Und dadurch haben die halt so ein extrem gutes Vorgehen, weil sie halt das ganze Terrain kennen, weil sie Bürgerkrieg in der Gegend kennen, weil sie auch die eigene Armee noch kennen, die irakische. Da wird sich nicht so unglaublich viel im Vorgehen geändert haben. Und dann hat man eben diese Bekloppten, die man einfach in den Tod schicken kann und die sich noch freuen. Und dann hat man Leute, die man anlernen muss und die dann gegen Geld das Ganze ausführen. Und das ist wahrscheinlich nur so 60% von dem, was die ISIS ausmacht. Den Rest keine Ahnung. Also da gibt es ja noch sehr viele große unklare Bereiche, aber das ist zumindest so ein Teil der Story, warum die so effektiv vorgehen können. Verstehe. Jetzt hast du vorhin angedeutet, dass die Waffenlieferungen an den Irak eben auch, also dass das damals nicht darüber nachgedacht wurde, was vielleicht in so einem Falle passieren könnte, dass eben Leute flüchten oder die liegen lassen oder die halt für ihre eigenen Zwecke einsetzen. Jetzt ist das ja ein ganz schwieriges Thema, weil wir ja auch ein Interesse daran haben, Probleme möglichst friedlich zu lösen. Und du bist jemand, der sagt, also die Peschmerga kann Waffen gebrauchen gegen die ISIS, ja, und beziehst da eine klare Position. Und ich würde dich bitten, uns das nochmal zu erklären, warum in diesem Falle jetzt Waffen eher gut oder sinnvoll sind und in anderen Fällen eben kritisch bleiben. Ja, na, ich denke, in ganz vielen Konflikten gibt es irgendeine Position, wo man sich auf Verhandlungen zurückziehen kann. Also im Iran jetzt zum Beispiel, die wollen ein Atomprogramm, man will sie nicht geben, da muss man über die Rahmenbedingungen verhandeln, so vereinfacht gesagt. Israel und Palästina, würde ich sagen, nachdem ich da war, kann man es ganz simpel runterbrechen, auf beiden Seiten wollen sie Ruhe haben. Ein gemeinsames Ziel, geht halt auch um viele komplizierte Details, kann man verhandeln. Bei der ISIS ist es ja aber nicht, dass sie sagen, wir wollen hier unsere Ruhe haben oder wir wollen unsere Religion frei ausleben können, in gewissem Maße ihre wirre Auslegung schon, aber sie wollen ja nicht ein Ziel haben, was man irgendwie nachvollziehen kann, wo man sagt, das wollen wir und dann ist Ruhe, sondern die sagen, wir wollen die ganze Welt einnehmen und beherrschen und Leute versklaven. Sagt, okay, wo findet man jetzt die Verhandlungsposition? Also es geht halt nicht. So, ist so wie mit Hitler verhandeln und sagen so, ja, okay, komm, das Land dürfte da irgendwie versklaven, aber drei andere nicht. Also das ist halt keine Verhandlungsposition. Das heißt also, da sehe ich nicht, wie man am Verhandlungstisch was machen kann mit denen. Also weil da gibt es nichts, was man verhandeln könnte. Was sozusagen Ansatz wäre, wäre denen die Leute zu entziehen, die immer Nachschub liefern, also die ganzen bekloppten Dschihadisten. Das Problem ist, wie will man das machen? Also abgesehen von den Leuten, die sie vor Ort sozusagen zwangsrekrutieren, strömen ja auch Leute aus anderen Ländern hin. Und die haben hier ja Zugang zu Bildung und so weiter im Prinzip, sind trotzdem so dumm, warum auch immer. Das heißt, das ist ein langfristiges Ziel, es hilft aber jetzt gerade den Leuten nicht, die abgeschlachtet werden. Also, was hilft, was sich leider bewährt hat, sind ein paar größere Waffen für die Peschmerga, weil Mannstärke haben die genug, die haben ungefähr 200.000 Mann, die sie einsetzen können und die Fläche, die sie da verteidigen, ist ungefähr so groß wie Niedersachsen. Das heißt, das ist, also und auch nicht die ganze Fläche, sondern im Prinzip nur die Grenze, also die können fast Schulter an Schulter stehen. Aber sie haben halt uralte Waffen. Ein ganz praktisches Problem ist, also zum Beispiel vor ungefähr einem Jahr Mosuldamm. Auf der einen Seite vom Mosuldamm, also oben so die Straße, die über den Damm ging, standen ein paar ISIS-Leute mit ein paar fetten MGs und mit so gepanzerten Platten und haben immer, wenn jemand rübergehen wollte, geschossen. Klar, keiner will sich abknallen lassen. Gepanzerte Autos hatten sie nicht. Auf der anderen Seite haben sie halt Kalaschnikow und Granatwerfer gehabt. Mit der Kalaschnikow konnten sie rüberschießen, kam aber nicht durch die Panzerplatte. Und der Granatwerfer war zu kurz. Und dann steht man da wie im Ersten Weltkrieg im Stellungskrieg und wartet. Und das kann man 5 Jahre lang machen. Da haben die gesagt, wir hätten gern total abgefahrene Waffen, nämlich so ein 50 Jahre alter Raketenwerfer will es gerade tun. Also so dämlich es ist. Und dann haben sie nicht die 50 Jahre alten, sondern die ganz modernen, irgendwie 30, 40 Jahre alten im Prinzip gekriegt oder halt ein bisschen modernere Milan-Systeme. So. In der Schlacht hat es dann einen Luftschlag der Amis gelöst, aber ist der andere Punkt, dann heißt immer, die Amis sollen sich auch nicht überall einmischen. Aber wenn die sich da gerade nicht einmischen würden, sähe es noch viel düsterer aus. Das ist wieder so ein schwieriger Punkt. Das heißt also, die haben dann im Dezember von der Bundeswehr so quasi vor der Ausmusterung stehende Milan-Raketenwerfer bekommen. Die haben so 3 Kilometer Reichweite und man kann halt auf ein Auto mitschießen. Als sie die bekommen haben, in gar nicht so großen Stückzahlen, haben sie innerhalb von 2 Tagen halt so eine Fläche vom Saarland damit von der ISIS befreit. Da kann man sagen, sieht man mit verhältnismäßig echt kleinen Waffen einen Riesenerfolg.
hat auch das erstmal gezeigt, wie schwach die ISIS eigentlich ist, wenn man sie mal überrascht mit ein paar größeren Waffen. Weil, obwohl es durch die Nachrichten ging, irgendwie haben sie mit diesem Angriff da nicht gerechnet. Ganz komisch. Das heißt also, man sieht, gezielter Einsatz hilft da wirklich was. Also es ist nicht so eine theoretisch obskure Sache, sondern haben geliefert bekommen, haben freigeräumt und haben nur die ISIS erschossen, haben nicht angefangen, was hier dann oft so erklärt wird, ja, die können doch die Waffen an die PKK geben oder so, wo ich denke, ist ein solcher Bullshit. Also das ist ungefähr so gefährlich, wie dass im Kalten Krieg die Westdeutschen die Atombomben von den Amis an die Ostdeutschen rübergereicht hätten. Das ist ungefähr genauso realistisch. Das heißt also, die haben die Waffen behalten, haben sie genau dafür eingesetzt und standen immer auch im engen Kontakt mit der Bundeswehr, dass die grob wussten, wo wird wie was eingesetzt, dass man auch sagen konnte, die Munition geht zur Neige, wir brauchen mehr. Also das ist ja der nächste Punkt. Man kann ja eigentlich Waffen liefern, solange es die Munition nicht frei auf dem Weltmarkt gibt. Und für ein Maschinengewehr, klar, kauft man in China die Munition, ist kein Problem. Aber für so ein Milan kann man nicht irgendwo eine Rakete kaufen an der Ecke. Die gibt es mehr oder minder nur beim Hersteller, dann ein bisschen auf dem Schwarzmarkt, aber nicht in großen Mengen. Das heißt also, man kann die Abschusssysteme liefern und dann einfach sagen, naja, ihr kriegt aber nur Munition, wenn wir es brauchen oder also wenn wir wissen, ihr braucht die. Und in dem Moment, wo die ISIS weg ist, gibt es keine Munition mehr. Dann weiß man, die haben vielleicht noch 100 Raketen oder so oder 200. Das ist aber echt nicht beeindruckend für einen Krieg. Und dann gibt es keine mehr. Und so könnte man zum Beispiel machen. Okay, also du sagst, die sind schon transparent auf jeden Fall im Umgang damit. Jetzt würde mich aber interessieren, nun war ja im Irak so, da ist dann jemand gestürzt worden und plötzlich entsteht Chaos und die Waffen gehören Chaoten. Warum hast du da bei der Peschmerga eher nicht so die Befürchtung? Weil die Peschmerga gibt es jetzt seit, also sagen wir, im Bewaffnet und in dieser Form, wie wir sie heute kennen, seit ungefähr 50 Jahren, 60 Jahren. In der Zeit haben sie keine Waffen an den Feind verloren. Ich denke, das ist eine extrem gute Quote. Es liegt auch daran, dass sie nicht viel hatten, was sie verlieren konnten. Also das ist der andere Punkt. Aber die haben weder Expansionskriege geführt, noch haben sie irgendwelche Absprachen nicht eingehalten. Also wenn sie Waffen bekommen haben mit der Auflage, die dürfen nicht weitergegeben werden, wurden die auch nicht weitergegeben. Zumindest jetzt alles, was in neuerer Zeit bekannt ist. Und sie haben halt auch noch die Waffen eingesetzt, um Minderheiten zu schützen in Bereichen, die ihnen mäßig egal sein können. Und ich habe auch diese anderen Berichte natürlich gelesen, dass sie Waffen an die PKK durchgereicht haben und so weiter. Wenn man die Story mal also wirklich runtergenagelt hat auf die harten Fakten, dann war der Beweis ein Foto von einem leeren Karton von Handgranaten in einem Gebiet, wo beide gekämpft haben, Peschmerga und PKK. Ich gesagt habe, na, wenn das der Beweis ist, dass in einem Kriegsgebiet ein leerer Granatenkarton liegt, dann ist mir das ein bisschen dünne eigentlich. Weil das ist jetzt nicht so ganz ungewöhnlich. Und wie gesagt, von allem, was ich erlebt habe, kann ich mir das nicht vorstellen. Der andere Punkt ist, denen ist ja klar, wenn sie jetzt Blödsinn mit den Waffen machen, kriegen sie nie wieder welche. Also warum sollte man das so wegschmeißen? Und es gibt ja auch noch diesen Kodex, den du mir sehr schön erklärt hast. Oh. Also es sind keine bekannten Kriegsverbrechen in bewaffneten Auseinandersetzungen dokumentiert und solche Dinge. Ich finde, das können wir auch ruhig nochmal erwähnen. Also es gibt diesen einen Fall, der jetzt, mir scheint, so jeden Monat von irgendwie einem wechselnden Land wieder aufgegriffen wird. Da geht es um die Häuser, die Peschmerga von arabischen Familien gesprengt haben, damit diese nicht wieder zurückkommen können. Da, als ich die Story das erstmal gehört habe, dachte ich schon, im Kriegsgebiet, wo es kaum Häuser gibt, wäre es ganz schön dumm, die letzten Häuser zu sprengen und sie nicht an kurdische Familien zu geben. Okay, dann waren wir aber in so einer Gegend. Und die kurdischen und die arabischen Familien haben uns gesagt, ja natürlich sind hier Häuser in die Luft geflogen, nämlich die mit den ISIS-Sprengfallen, aber halt nicht mehr und nicht weniger. Und da haben sie dann zum Teil Granaten von draußen reingeschossen, dass das Ding in die Luft fliegt. Und dann hieß es in der nächsten Story, nee, das war nicht da, das war gar nicht in Ninive, das war in Dakuk, in einer ganz anderen Provinz. Ich sagte, okay, ist ja nur 5 Autostunden weg, kann man sich mal vertun. Und da war ich gerade in Dakuk und habe gesagt, super, ich stehe jetzt gerade hier. Wo ist das Dorf? Da wurde mir von dem Autor, der es dann in so einem Ami-Magazin veröffentlicht hat, gesagt, ja, also aus Gründen des Quellenschutzes kann er mir das Dorf nicht nennen. Ich dachte, na, ich verstehe, dass man bei Quellenschutz die Quelle nicht nennt, aber den Ort nicht nennen zu können, wo die Häuser in die Luft geflogen sind, aus Quellenschutzgründen, finde ich ein bisschen komisch und bin dann halt da ein paar Dörfer abgefahren und wurde dann etwas mild belächelt. Also ich musste mir von so einem 70-jährigen Araber im Prinzip erklären lassen, dass ich mal in meiner Medienkompetenz arbeiten soll, weil er meinte, also im Internet steht viel Zeug, da musst du halt gucken, wo du liest. Und
Du kannst ja nicht alles glauben. Und genau das hast du ja getan. Du hast dir das vor Ort angeschaut. Ich glaube, 10 Reisen hast du unternommen. Ist das richtig? Ich glaube, so grob. Ich weiß es gar nicht mehr. Mhm. Einige. So, und die nehmen dich ja mit auch, die Militärs. Mhm. Und du kriegst da schutzsichere Westen. Du siehst da sehr martialisch aus und liegst da immer auf irgendwelchen Teppichen und so. wie ist es dazu gekommen, dass die jetzt so einen Typen aus Berlin auch einfach mal mit an die Front nehmen? Hat mehrere Gründe. Also zum einen hat mein Freund, der da gewohnt hat, mir gute Kontakte erstmal vermitteln können, weil der halt mit 20 Jahren in der Gegend viele Leute kennt. Der nächste Punkt war, als ich es erstmal dann gefragt habe, ob ich mir Peschmerga angucken kann im Einsatz, also wie sieht jetzt ernsthaft die Front aus, also was ist da los? Und waren die noch sehr vorsichtig, haben uns erstmal zu diesen Pseudo-Stellungen mitgenommen, da gibt es immer wieder so Gegenden, da kam man dann 5 Fernsehteams hin, da stehen dann 3 Soldaten und posieren. Und dann kann jeder erzählen, er war an der Front, dann fährt man wieder zurück. Und das ist möglichst direkt neben so einem Flüchtlingscamp, damit man seine Aufnahme in 24 Stunden haben kann und wieder zurückfliegen kann. Also es ist, im Prinzip ist es schon eine Frontstellung, aber in einem Bereich, wo halt keine Angriffe sind. Und er sagt, ja, lustig, aber mich würde halt interessieren, wie es jetzt wirklich, wo die ISIS ist. Und dann haben die mich halt einmal mitgenommen, weil ein Freund von mir Kommandant war in einem Abschnitt. Und weil ich halt... Ja, wie sie nachher so zusammengefasst meinen, ich habe nicht geheult und keine blöden Fragen gestellt. Da haben sie gesagt, ja gut, das geht. Und dann haben sie mich halt immer wieder in so Bereiche gelassen. Teilweise muss man es mit den Generälen abstimmen, teilweise mit den Gouverneuren. Nachdem ich dann 1-2 Mal so Erlaubnisse gekriegt habe, ging es halt ganz einfach, weil die halt sagten, ah ja, haben wir von gehört, du hast schon da und da das angeguckt, kennen wir, kannst du gerne mit. Und zum Teil, das war auch ganz lustig, da waren wir mehr oder minder durch Zufall bei einer Kaserne von den Special Forces, von den kurdischen, und hatten halt gefragt, also da meinte einer, hier sind so Special Forces, wir können ja mal fragen, aber der General, der die kommandiert, der hat das letzte Wort, ob man da rein darf oder nicht. Und der sagte so, ja, wo kommt ihr her? Und sagt Deutschland. Und dann sagt er auf Deutsch, hey, ja, kommt rein, super. Und hat 12 Jahre in Deutschland gelebt als Flüchtling damals, ist dann wieder zurückgegangen. Und der hatte einen totalen Hass auf die Amerikaner. Also was ich in dem Fall echt nicht nachvollziehen kann, weil für die Region waren die Amerikaner gut. Und der hatte aus Prinzip uns reinlassen wollen, weil vorher CNN gefragt hatte, die er nicht reingelassen hat. Also so ganz merkwürdige Dinge gibt es dann halt auch, aber verschiedene Aspekte. Aber im Normalfall im Prinzip, ich denke mal, weil ich mich bewährt habe, weil ich immer einfach nicht gestört habe, wenn ich dabei war. Ja, und ich denke, Sie sind auch teilweise froh, dass jemand überhaupt vorbeikommt und bereit ist, das mal entsprechend zu dokumentieren. Ja, also Journalisten sind da. Also das Problem ist ja auch, die Front ist 1500 Kilometer lang ungefähr. Wenn da mal 10 Journalisten da waren, dann war das im Schnitt alle 150 Kilometer. Wenn ich dann irgendwo anders hinkomme, kann es gut sein, dass sie sagen, wir haben hier seit 2 Jahren keinen Journalisten gehabt, toll, dass du da bist. Oder als ich jetzt im Januar da war mit Tobias Hoch von der FDP, haben die gesagt, boah, ein Politiker, also nicht in Erbil in der Hauptstadt und nicht mit einer schusssicheren Weste in Erbil auf einem Berg, dass es aussieht, als sei er an der Front, was es durchaus schon mal gab. Sondern eben wirklich 200 Meter von der Kampflinie. Da waren die halt irre beeindruckt von, weil die Deutschen da eh einen guten Stand haben. Und mit dem kommt man dann auch überall hin, weil die gesagt haben, klar, wenn irgendein Politiker, egal wie wichtig oder unwichtig der auf der gesamten Skala ist, hier ist, dann darf der gerne alles sehen, weil der muss es dann der Merkel erklären, was wir hier brauchen. Verstehe. Ich würde gerne noch mal auf die Flüchtlingsproblematik zu sprechen kommen. Da haben wir ja hier auch akut im Land und in der Stadt unsere Erscheinungen. Mhm. Jetzt habe ich aus einem deiner Berichte entnommen, dass die Region, wo 4 Millionen Kurden etwa leben, fast 2 Millionen Flüchtlinge aufgenommen hat. Richtig. Und der eine Kollege, der da irgendwie zuständig war, sagte, ja natürlich nehmen wir alle auf, die vor der IS fliehen müssen. Ja. Und dann war das Thema durch. Genau, es war der zuständige Minister, mit dem habe ich vor ein paar Monaten gesprochen. Ich hatte ihn halt gefragt, wie könnt ihr das die ganze Zeit machen? Also wann müsst ihr die Grenzen dicht machen oder so? Also auch die Einwohnerzahl ist nicht ganz sicher, weil die haben halt kein Meldewesen. Also inzwischen 4 bis 5 Millionen Leute, die da sozusagen nativ wohnen. 2 Millionen Flüchtlinge. Das weicht extrem von der offiziellen Zahl ab, weil die landesinternen Flüchtlinge, also die aus dem Irak rüberkommen, in den offiziellen Zahlen nicht drin sind, weil es ja keine Flüchtlinge sind. Auch wenn es de facto Flüchtlinge sind, die versorgt werden müssen. Sind doch überwiegend Kurden dann? Oder ja, ich würde sagen so 80% Kurden, 20% Araber, so ganz grob. Und dann halt noch 1 Million ungefähr aus Syrien und auch Großteil Kurden, weil eben das kurdische Gebiet angrenzt, aber sind auch Araber bei, so teils, also
ich würde mal so ganz grob tippen, 80-20%, so ungefähr vom Gefühl her ist die Verteilung. Und ja, und der Minister sagt halt, ja, wo sollen sie denn hin? Also natürlich, wir müssen die Grenzen auflassen und da gibt es keinen, wir machen die Grenze zu oder irgendwas, weil die müssen irgendwo hin. Und wenn sie sonst keiner aufnimmt, müssen wir sie nehmen. Wo ich dachte, ja, rein faktisch mag das stimmen, aber politisch sehen das ja so verschiedene Länder anders. Und dann halt die Frage, wie man es finanziert. Und die haben zwar Öl und können einiges damit finanzieren, aber wenn man auf einmal 50% mehr Bevölkerung hat, die auch nichts erwirtschaften, weil sie gerade geflohen sind, klar, und es auch gar keine Jobs für alle gibt, das ist ja der andere Punkt, also sie können auch gar nichts richtig tun, da muss man die halt erstmal versorgen. Und das haut jeden Haushalt kreuz und quer kaputt. Und die haben gesagt, ja, haben sie halt kein Geld für, sind pleite sozusagen. Und deswegen haben sich erstmal auf dem türkischen privaten Sektor 500 Millionen geliehen, um das erstmal akut gegenfinanzieren zu können und dann gucken sie weiter. Und das fand ich schon ziemlich krass. Also die Grundversorgung der Flüchtenden ist auf jeden Fall gewährleistet. Ja, da muss also Essen, Trinken, Zelt, grundlegende medizinische Versorgung, das ist alles da. Auch so ganz triviale Sachen wie Klamotten. Also ich habe da noch nie einen Flüchtling mit kaputten, dreckigen Klamotten gesehen, was mich auch sehr gewundert hat. Also da, das kriegen die alles hin, aber sagen, da ist das Limit. Also weiter geht's nicht mehr. Also scheinen ja die Leute auch in der Region auf einem ziemlich hohen humanen Level zu sein. So hört sich das ja an. Also führen Kriege nach Vorschrift, ja, nehmen Flüchtlinge auf, sagen klar, machen wir die Grenze nicht zu, selbst wenn wir uns da ruinieren. Mhm. Das finde ich ja schon sehr bemerkenswert. Ja, ich denke, das ist, man muss mal überlegen, das ist so lange her wie der Mauerfall, dass die von Saddam mit Giftgas bombardiert wurden. Das heißt, jeder, der hier noch den Mauerfall präsent hat, das wäre bei denen also die Giftgasangriffe, wo sie geflohen sind. Und ich denke, das ist dann eine ganz andere Situation, wenn man weiß, wie es ist, wegzurennen und um seinen Tod zu rennen. Da sagt man, na klar, kann ich den ja schlecht vor der Tür stehen lassen und sagen, boah, habe ich Schwein gehabt, schade, dass es für dich jetzt blöd läuft. Ja, ich finde nicht nur auf der Ebene, es ist ja auch die Person des Kakahama, ja, der so haudegenmäßig rüberkommt. Mhm. Er sagt, Generäle müssen vorne gehen, nicht irgendwo hinten rumstehen. Ja. Und er ist der Einzige, der den Nachwuchskämpfern auch Dinge dann zeigen kann und vermitteln kann. Mhm. Auch dieses Klischee mit, ja, ich wurde gestern angeschossen, aber renne heute halt wieder mit, erfüllt er auch. Das ist ja durchaus schon bemerkenswert. Mhm. Und er hat ja auch Söhne verloren, ja, selber, und wurde häufig mal verletzt und solche Dinge. Und er ist ein Sozialist. Ja. Kannst du noch ein bisschen für uns die Person umreißen? Du warst ja Gast bei ihm im Haus. Also das würde mich jetzt interessieren. Genau. Also er hat halt schon, seitdem er sinnvoll ein Gewehr bedienen kann, gegen Saddam damals gekämpft. Das ist zurzeit auch wichtig. Die ganzen jüngeren Soldaten haben halt nie Krieg mitgemacht. Also dieser ganze Irakkrieg ging an der kurdischen Region vorbei. Da haben nichts mit zu tun gehabt. Das heißt also, jeder, der irgendwie 30 oder so ist und in der Armee, der hat nicht gekämpft. Das heißt, man braucht diese älteren Leute mit dem Praxiswissen. Und 1975 gab es einen schwierigen Bruch sozusagen in der kurdischen Bevölkerung im Irak, weil eine der großen Gruppierungen oder damals schon Parteien gesagt hat, sie müssen mit Saddam verhandeln, also einen Friedensvertrag machen und dann weitersehen, wie es geht. Und die anderen haben gesagt, auf gar keinen Fall. Und da zu der Zeit ist es so ein bisschen auseinandergebrochen oder in verschiedene Lager gebrochen. Und zu der Zeit hat auch Kakahama seine Partei gegründet, weil er gesagt hat, ich will weder zu den einen noch zu den anderen gehören, sondern eigentlich sind wir ja immer noch ein Volk. Und klar gibt es verschiedene Ansichten. Er hat eben diese sozialistische Partei gegründet, die von den reinen Stimmen her überhaupt nicht relevant ist. Die haben 1-2 Sitze im Parlament, ist nicht beeindruckend. Aber er als Person ist extrem wichtig, weil er mit allen verschiedenen wichtigen Politikern im Lande extrem eng ist, weil die Waffenbrüder sind aus dem Saddam-Krieg noch. Und das ist eine Verbindung, die halt extrem eng bleibt. Und deswegen ist er im Prinzip unantastbar. Er ist so ein Kriegsheld und das ist extrem wichtig. Und er ist aber ein guter Diplomat, hat oft bei den innerkurdischen Konflikten vermittelt und zum Teil aber auch mit dem Iran oder Syrien so diplomatische Aufgaben übernommen, weil er einfach gut, also immer ruhig bleibt und versucht, einen Interessenausgleich zu schaffen und so weiter. Also ist extrem redegewandt, aber immer sehr, sehr freundlich auch. Und auf der anderen Seite macht er durchaus Whistleblowing auch immer wieder. Ihm wurde zum Beispiel von der einen oder anderen Partei ein ganz guter Job angeboten, dafür, dass er zu ihnen wechselt. Und die Sachen hat er gesagt, boah, super, packe ich direkt nach Facebook. Und hat also
in seinen Büchern und auch sonst so in dem, was er veröffentlicht, jede Menge interessanter Regierungsdokumente mal wieder rauskauen, weil er weiß, ihm kann keiner was. Und wenn er sagt, das finde ich scheiße, dann kommt es an die Öffentlichkeit. Was ich auch extrem angenehm finde, dass er eben sich treu geblieben ist in alle Richtungen. Halt sagt, wen es nicht passt, der soll es halt sagen, kann man drüber reden, aber veröffentlichen mache ich trotzdem. Okay, die militärische Struktur ist ja jetzt auch nicht so sehr, wie wir es gewohnt sind. Und die Aufnahmen, die du von der Front zeigst, sind ja auch jetzt nicht wie in irgendeinem amerikanischen Actionfilm, wo alle furchtbar durchgeschwitzt sind vor Angst und so. Und es gibt dort ja in den Stellungen nicht mal reguläre Schichtpläne. Das wird ja von den Leuten, die dort arbeiten, selbst organisiert. Ist das richtig? Genau. Also in den allermeisten Fällen ja. Also die Armee ist im Großen und Ganzen in zwei große Teile aufgeteilt. Wie gesagt, es gab diese zwei Lager früher, aus denen dann nachher Parteien wurden. Und im Prinzip die Generäle, die damals ihre Leute geführt haben, sind jetzt auch die Parteivorsitzenden. Ist halt einfach historisch gewachsen. Und die Soldaten unter ihnen sagen halt, das war immer mein Chef sozusagen und an den halte ich mich. Und deswegen gibt es so eine halbwegs zweigeteilte Armee, die aber komplett zusammenarbeitet und so. Aber trotzdem gibt es eben so diese zwei Stränge. Dann gibt es eben noch die Leute von Kakahama, das sind auch immerhin 6.000 Leute, also auch nicht zu verachten. Und die werden jeweils innerhalb ihres Bereichs koordiniert und wirklich direkt an der Front in diesen Stellungen. Da sind meist Leute, die da im Prinzip wohnen, oft kommen die auch aus der Nähe. Und wenn es dann zu eng wird, dann fordern die von woanders sozusagen reguläre Kräfte aus einer Kaserne oder so an. Die Kasernen sind auch im Großen und Ganzen leer derzeit, weil alle irgendwo im Einsatz sind und man schiebt nur von rechts nach links. Und die dicht an der Front wohnen, fahren auch mal abends nach Hause und pennen da und kommen dann wieder. Also so nicht immer alle gleichzeitig, aber mal der eine, mal der andere. Und ansonsten wird's halt, also sind immer Leute einfach so auf Standby da, aber eben ohne Schichtplan oder irgendwas, sondern wenn es geht, ist man permanent da. Okay. Wir kommen langsam zum Ende der Vorstellung. Mhm. Ich würde euch gleich bitten, eure Fragen zu stellen und beizusteuern. Ich habe jetzt noch eine Frage. Du würdest auch jederzeit wieder runterfahren, richtig? Ja, klar. Und du bist schwer dafür, dass diese Region auch in dem Sinne so erhalten bleibt. Ja. Und du hast jetzt gesagt, die ISIS, mit der kann man nicht verhandeln. Mir hast du es gesagt, man kann mit ihnen nicht um eine Tasse Tee verhandeln. Nee. Ich sehe den Ansatz nicht. Mhm. Also, weil was wollen sie? Also, sie wollen Weltherrschaft, okay. Mhm. Also, und wollen es ernsthaft, nicht wie man so aus Spaß sagt, ich will Weltherrschaft. Also, ich sehe nicht, wie man... Also wo der Ansatz wäre, da irgendeine Verhandlung zu starten. Also ich sehe, dass auch die Leute in der Region dann eine sehr fatalistische Einstellung zu haben zum Teil, dabei sehr ruhig bleiben. Ja. Also dieses eine Interview, wo der eine Herr sagt, naja, die stehlen uns unsere Frauen und Kinder, aber andererseits kommen mit den Flüchtlingen fast nur Frauen und Kinder und dann kriegen wir halt ihre wieder so sozusagen. Also es war so ein bisschen humorig, meinte er das. Das ist schon eine sehr absurde Situation. Ja. Sehr schräg auf jeden Fall. Ja, das ist es da häufig. Also das habe ich auch gemerkt, das ist zum Teil, wenn man Apokalypse Now kennt, da sind ja zum Teil so völlig abstruse Szenen drin. Und klar, der Film ist ja auch abstrus, aber immer wieder so einzelne Sachen, die man da erlebt, denkt man, naja, okay, also wer auch immer so wirre Kriegsfilme gemacht hat, hat einen guten Teil realistische Sachen drin. Also wie halt diese Sachen, also eine lustige Sache war einfach, man findet auch einige Dinge dann irgendwann lustig nur noch, als wir halt hinter so einem Felsbrocken lagen und auf der anderen Seite im Prinzip die ISIS, von der ISIS die Granaten einschlugen, hing ich da mit Tobias hoch hinter und wollte filmen und habe gesagt, hier, warte, ich filme dich gleich und du erklärst, was los ist. Und meinte, nein, 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 warte. Und holte erstmal so Abdecktücher raus, dass er nicht so verschwitzt ist. Und meinte so, okay, los geht's. Und ich dachte, okay, also man gewöhnt sich auch schnell an sowas und eben dieses hinter... Also auf so staubigen Teppichen liegen, damit man nicht im Dreck liegt. Und ich lag dann halt auf dem Boden und habe quasi über Kopf irgendwie meine Kamera gehalten. Und dann sitzt der General da halt ganz locker, also ziemlich locker, und gibt halt sein Interview und erklärt, wie irgendwie gestern Leute erschossen wurden oder so. Und sagt dann, ja, und oh, und übrigens, jetzt ist Teezeit, sollen wir nicht erstmal einen Tee trinken gehen? Weil man auch denkt, also auch wie die Themensprünge, man merkt, wie absolut normal dieser Krieg für die Leute geworden ist. Was halt aus der deutschen Sicht die Sache unglaublich bizarr und komisch macht und das für die einfach halt Alltag ist. Und das gibt einen Haufen merkwürdiger Situationen dann immer wieder.
Ja, du hast das geschildert mit dem Café, was irgendwie 800 Meter von der Grenze ist, wo man die Einschläge hört und da irgendwie Ferraris vorbeifahren und die Leute trinken da in Ruhe ihren Kaffee. Genau. Ja, wir haben es ja in dem einen Video, wo der Lamborghini neben uns herfuhr, also durch Zufall. Und das war also in Kirkuk, also kurz vor der Front. Und da war so ein Jungunternehmer, der seinen Lamborghini spazieren gefahren ist. Also es ist und halt der Freizeitpark Shaviland, von da aus, also mit Achterbahn und allem, was man so kennt, und Zuckerwattestände, und in einer Stunde ist man an der Front. Also es ist schon merkwürdig. Ja, vielen Dank erstmal soweit. Gerne. Und jetzt würde ich euch bitten, Enno Fragen zu stellen. Und wie gesagt, formuliert es bitte als Frage, Statements nach Möglichkeit vermeiden. Also dazu kommt ihr einfach nach vorn und schnappt euch dann hier ein Mikro, wenn ihr wollt. Ja, das mit den Statements ist so eine Sache, aber generell hast du ja auch geschildert, dass ohne den Irakkrieg von dem W. Bush die Situation wahrscheinlich heute ganz anders wäre. Ja. Frage trotzdem, inwieweit denkst du, dass diese Region quasi kriegsgefährdet ist? Ja, weil du hast ja gerade geschildert, und das haben wir schon fast wieder vergessen, es war in Europa auch so, Krieg kann was ganz Normales sein, kann ganz normal zum Leben gehören, ja. Auch wenn es natürlich immer wieder Menschenleben kostet und es ganz schrecklich ist und dann auch Flüchtlinge produziert werden, aber eben erst nach einer gewissen Zeit, ja, also es ist nicht so, dass, wenn Krieg anfängt, gleich alle Leute irgendwie fluchtartig das Land verlassen, sondern man arrangiert sich erstmal. Frage ist eben, wie weit ist diese Region kriegsgefährdet generell, und gäbe es so eine Perspektive wie die Europäische Union, also in der arabischen Region, praktisch diese Kriegsgefährdung zu überwinden? Also, ja, kriegsgefährdet ist das wie Sau. Also ich glaube, das ist ja hinlänglich bekannt. Ich glaube, das große Problem ist da immer noch diese Machtkonzentration auf einzelne Leute, also wie Assad, früher eben Saddam, in Saudi-Arabien, Kuwait und so, ist ja auch nicht anders. Also, und man muss sagen, überall da, wo es halt an der Familie oder halt an dem einen Menschen hängt, ist es auch scheiße. Also mir fällt kein Land da ein, wo man sagen kann, richtig gütiger Diktator, das kann man so lassen. Dementsprechend denke ich, das müsste man halt im Prinzip aufknacken, aber den Leuten sagen, hey, jetzt kommt Demokratie, dann wird der gewählt mit 99%, weil es wieder, leider hatte er die Armee mitgenommen, als er ging oder sowas in der Art. Also ich sehe nicht, wie man jetzt also als EU oder als ganze Welt sagen kann, so, und jetzt machen wir es anders. Also weil, oder halt nicht so einfach. Also in Kurdistan sehe ich halt, wie sich das relativ gut gewandelt hat. Aber die Leute waren immer schon so drauf, dass sie gerne Frieden und Demokratie wollten, und sie hatten halt nicht den einen zentralistischen Leiter. Das ist halt ein Glücksfall. Wenn Assad geht, mit denen, ich glaube, inzwischen 40 Kriegsparteien oder wie viel die da im Land haben, weiß man ja auch nicht, was dann kommt. Im Irak sehen wir ja jetzt, der Erste, der nach Saddam kam, hätte halt das Volk ein müssen. Und was hat er gemacht? Wieder einen Keil zwischentreiben und wieder sagen, die Kurden sind scheiße und jetzt sind halt die anderen hier von unseren Gruppierungen scheiße, und hat halt wieder seine Leute hochgezogen, und klar, implodiert das System dann. Also, so blöd es ist, aber ich sehe echt nicht, wie man die Region zügig ordentlich kriegt, weil es würde ja auch nicht helfen, mit einzelnen Ländern anzufangen. Also ich meine, Iran hat Wahlen, haben wir auch ein Problem mit. Also ist auch eingeschränkt besser. Da sagen wir, ein Großteil der arabischen Welt mit diesen Diktatoren, die müsste man ja im Prinzip alle auf einen Schlag kippen und gleichzeitig eine funktionierende Demokratie installieren, damit der nicht wieder das Nachbarland überfällt oder so. Und da sehe ich echt nicht, wie das funktionieren soll. Also ich habe echt keine Idee. Ja gut, dann gleich bitte ja noch um andere hier. Ich habe schon mehrere Fragen, die man auch verteilen kann. Also gleich anschließend, sicher ist natürlich auch die Frage, wie weit die Bevölkerung dort auch bereit ist,
ja, einen modernen Staat zu tragen und aufzubauen. Ja, das ist ja ein großes Problem in der arabischen Welt. Es ist ja ein ganz großer Widerspruch, weil durch das Öl ist sehr viel Reichtum da, aber es liegt nicht in der, an sich in der Natur der arabischen Politik, dann das der Bevölkerung auch zum großen Teil zugute zu bringen. Ja. Gut, das ist eine andere Diskussion. Aber meine Frage dann, letztlich hattest du gesagt, dass ISIS ja von einigen wenigen organisiert wird, die eben genau also, sich bereichern wollen. Also wäre das nicht, also du hast dich da ein bisschen widersprochen, weil du sagtest, es hat keinen Sinn, mit irgendwie Verstrahlten zu verhandeln. Das ist vollkommen korrekt, ja, also teile ich deine Ansicht. Aber wenn die organisiert werden von Leuten, die planmäßig vorgehen, dann gibt es da doch möglicherweise Verhandlungsmöglichkeiten. Mit denen bestimmt, aber dann bleiben immer noch die anderen Leute über, die sie vorher angeheizt haben. Und ich denke, selbst wenn man also die ISIS-Führung gepackt kriegt, und sei es, dass man sie irgendwie in den Knast steckt oder mit ihnen verhandelt oder wie auch immer, dann hat man aber immer noch die inzwischen Zehntausenden, die am Boden kämpfen, also diese ganzen Leute, und die werden ja auch nicht von einem auf den anderen Tag sagen, okay, dann lasse ich's. Der andere Punkt, was du sagtest, dass das Volk sowas mittragen muss, also wenn man jetzt Demokratie und so haben will, ich glaube, da ist das ganz grundsätzliche Problem, das Volk müsste erstmal, also das Problem haben wir schon in Deutschland, wo wir eine funktionierende Demokratie haben, das Volk müsste verstehen, dass die Regierung mit ihnen zu tun hat. Und das ist hier schon schwierig genug zu erklären, aber in so einer Region, wo also der normale Mensch, der auf dem Dorf lebt, für den war die letzten 50 Jahre immer gleich. Also mal hat ihn der eine verarscht und mal der andere. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, und ich mach's besser, sagt er, ja, ja, das höre ich alle 5 Jahre, viel Spaß dabei. Also ich glaube, das ist halt das Problem, dass das, also man müsste quasi ein ganzes Land durchdringen mit, also ernsthaft mit Demokratie und nicht mit weggeballerter Demokratie oder so. Und da, also wenn man eine Idee für hätte, dann hätte man es ja schon auf der ganzen Welt gemacht. Ja gut, das, warum erinnert mich das jetzt so ein bisschen an Griechenland? Aber das ist jetzt off-topic. Also insofern jetzt meine letzte Frage, dann gehe ich hier. Ja, welche Perspektive gibt es dann? Also ich sehe das so ähnlich, also allein dann zu predigen, macht so, macht Demokratie, das wird nicht funktionieren, aber es muss ja irgendwie weitergehen und der Krieg muss auch irgendwie mal so, jedenfalls so weit beendet werden, dass die Menschen dann nicht mehr fliehen müssen und in Flüchtlingslagern leben müssen. Ja, welche Perspektiven siehst du denn? Also meine Sicht da ist ja halbwegs beschränkt auf die kurdische Region, weil ich da eben viel bin. Und da kann man sagen, für die ist die Perspektive eigentlich ganz gut derzeit mit den Waffenlieferungen, die sie bekommen und all diesen Dingen, und der internationalen Unterstützung, dass die ihren Bereich quasi freikriegen von der ISIS. Also ist jetzt auch nur noch, also die haben eben an der Front diese Gefechte, aber sie haben kein Problem im Land mit der ISIS. Und das wird so bleiben. Das Problem ist, damit ist es für die gelöst in ein paar Monaten wahrscheinlich. Und der Rest vom Irak und Syrien hat das Problem immer noch. Und im Irak muss man auch sagen, da ist echt kein Land in Sicht. Also die Armee ist implodiert. Bagdad ist auf dem Landweg nicht erreichbar, seit einem halben Jahr jetzt inzwischen. Man kann reinfliegen. Mir wurde dann von der Botschaft gesagt, das sei Blödsinn, dass Bagdad auf dem Landweg nicht erreichbar ist. Also man kommt von Jordanien rüber mit schnellen, gepanzerten Autos und ein paar Gefechtstürmen und vielleicht Luftunterstützung. Wo ich dachte, da haben wir aber offensichtlich unterschiedliche Ansichten zu auf dem Landweg erreichbar. Und deswegen, ansonsten liegt das also politisch und gesellschaftlich in Schutt und Asche, da sehe ich also echt nicht, wie, also das ist halt wie vor 10, 15, 20 Jahren immer noch, das geht nicht weiter. Und da kann ich auch verstehen, dass so ein durchschnittlicher Mensch irgendwie sagt, ist mir auch scheißegal, also solange ich was zu fressen habe, bin ich zufrieden, weil da ist jegliche Perspektive weg. Also ich muss echt sagen, ich habe keine Idee, wie auch nur der Irak wieder auf die Beine kommen soll in absehbarer Zeit und der Rest drumherum schon mal gar nicht. Keine Ahnung. Okay, ich sehe, ihr habt sonst, oder Rainer, möchtest du noch? Okay. Der zweite Teil meiner Frage ist jetzt gerade beantwortet worden von dir. Jordanien hat es ja geschafft, zu einer multikulturellen Gesellschaft
zu kommen in der Region. Kann das nicht eine Vision für die ganze Region sein? Ja, eine Vision ganz sicher. Aber da ging es ja, also ich meine, zum einen war es ja auch da ein durchaus langer Prozess. Und zum anderen hatten die ja auch einen feudalistischen Herrscher, der es aber mit vorangetrieben hat. Also zumindest zum Teil, oder der es gestattet hat. Und ich denke, das ist halt der Punkt, dass es extrem selten ist, dass jemand die Macht haben könnte, alleine, und anfängt, sie zu teilen. Also wenn man auf so jemanden trifft, dann kann es besser werden. Also, und dann dauert es ja immer noch meist Jahrzehnte. Aber in den anderen Ländern sehe ich halt diese Personen nicht. Das ist halt der Punkt. Also ich kann mir weder bei Assad noch in einem der anderen Nachbarländer vorstellen, dass jemand sagt, okay, habe ich die letzten Jahre falsch gemacht. Und an Nachfolger, also an politisch anders motivierte Nachfolger, ist da ja auch, zumindest in den, also fällt mir keiner ein, wo man sagen könnte, da kommt jemand anders nach. Also vom Wunsch her immer, aber von der Praxis her sehe ich es im Moment einfach nicht. Ja, ich wollte noch nach einem Lösungsansatz fragen, aber du hast ja gesagt, du siehst keinen. Deswegen die Frage jetzt, wir erfahren ja nicht wirklich, was geplant ist und was passiert in der Region. Es gibt ja Mutmaßungen, dass sich die größeren Mächte jetzt eine Lösung überlegen. Mhm. Hast du eine Idee, was sie sich überlegen? Ich halte das für, also ich habe das auch immer wieder in verschiedenen Arten gehört. Ich kann es mir aber nicht recht vorstellen. Also weil entweder müssten die wieder auf die alte Idee kommen, wir stürzen den Diktator und setzen einen neuen hin. Da hat sich, glaube ich, oft genug gezeigt, dass das irgendwie ein Griff ins Klo ist. Und da müsste man ja, wie gesagt, in mehreren Ländern das machen. Oder man müsste mit den Diktatoren verhandeln, denen irgendwas geben. Davon wird es ja auch nicht besser. Oder man müsste im Prinzip mit einem Militärschlag mehrere Länder auf einmal stürzen und das Volk davon überzeugen, dass das eine gute Sache war. Deswegen kann ich mir nicht wirklich vorstellen, dass die den großen Plan haben, wie sie es jetzt lösen sollen. Weil ich meine, effektiv, also ging es ja schon los mit den großen Mächten, die da die Grenzen gezogen haben, und hat sich bis heute nicht beruhigt. Also da sehe ich nicht, wie ein Plan von denen das jetzt und dann auch noch kurzfristig ändern könnte. Also wie immer, man müsste bei den Mächtigen anfangen, sich dann runterarbeiten. Aber da sehe ich auch nicht, dass das irgendwie gemacht wird. Also wir schicken Panzer an die Saudis, wir verhandeln mit Assad um Chemiewaffen, die wir ihm entsorgen und so weiter. Das ist mir alles doch, also und ohne, dass es einen Gegenwert gibt. Man sagt ja nicht, wir liefern euch Panzer und dafür irgendwie verfolgt ihr Minderheiten nicht mehr oder so, sondern man sagt, wir liefern euch Panzer, vielen Dank. Und deswegen sehe ich auch in der Politik, zumindest von den größeren Ländern bisher nicht, dass die ernsthaft Druck ausüben. Und also das auch über die letzten Jahre nicht. Und dann verstehe ich halt nicht, was jetzt dieser Punkt sein soll von wir haben einen Ansatz und wir ändern es, also so schön es wäre. Aber da habe ich die Hoffnung inzwischen echt teilweise aufgegeben und auch, dass ich keinen Lösungsansatz habe, wo ich denke, ich habe theoretisch ein paar ganz tolle Ideen, wie es hübscher würde, aber ich sehe halt nicht, wie das in der Praxis da funktionieren kann. Also weil mir einfach die Ansatzpunkte fehlen. Entweder müsste das Volk gemeinsam so einen Diktator stürzen, dass man also eine breite Masse in der Bevölkerung hat. Das ist fast nicht zu machen in den großen Teilen, weil ja auch zu viele Leute davon profitieren einfach wieder, also in der Gesellschaft. Und auf der anderen Seite selber werden die Leute nicht gehen. Also da müsste man ihnen ja ein Angebot machen. Du kriegst was Tolles im Ausgleich. Da wüsste ich nicht, was man denen anbieten soll, wenn sie ein ganzes Land haben. So blöd es ist. Zunächst ein Statement, was nämlich anerlaubt sein darf. Vielen Dank für die wunderbaren Hintergrundinfos. Und dann mache ich eine Statement-Frage. Das wird dann vielleicht auch erlaubt sein. Du wirst dich natürlich vor dem Hintergrund der konkreten Einblicke in die Situation mit dieser Frage beschäftigt haben, wie kommen wir aus diesem Teufelskreis heraus, dass wir dauernd von den Waffen getrieben werden. Natürlich, denke ich, wird keiner hier im Raum die Illusion haben, den Konflikt dort kurzfristig auflösen zu können. Aber wenn wir den Glauben daran verlieren, dass Diplomatie auf der globalen Ebene völlig handlungslos ist
und nur noch ohnmächtig zuschaut, dann werden wir sozusagen dem Frieden nie näher kommen. Auch gerade in dieser Region. Daraus könnte folgen, wir überlassen diese Region ihrem Schicksal. Es werden keine Waffen geliefert und die Leute werden von denen, die zurzeit die Macht haben und über die Waffen verfügen, umgebracht. Punkt. Das ist eine sehr zynische Situation. Insofern muss man daran glauben, und wenn man nicht daran glaubt, kann man das Ziel auch nicht erreichen, dass wir mit friedensstiftenden Maßnahmen auf der globalen Ebene, also unsere Diskussion kann natürlich keine friedensstiftende Maßnahme sein, weil wir ja auch wissen, dass der Mensch eben leider nicht nur gut ist und nicht zivilisiert ist. Wir alle sind nicht zivilisiert genug. Jeder gibt Vorteile, die er irgendwann hat, nicht auf. Aber es gibt für mich eben immer wieder, darauf komme ich zurück, ein Paradebeispiel in der jüngeren deutschen Politik. Natürlich war die Situation nach dem Krieg, nach dem dann kommenden Kalten Krieg, nie einfach. Und dann gab es Leute, die darüber nachgedacht haben, wie kommen wir zu einer Koexistenz? Was muss man tun, damit das erreicht wird? Und das verstehe ich als Politik. Politik muss verhandeln. Und Politik kann in letzter Konsequenz natürlich auch Waffen schicken, aber das ist immer die schlechteste Lösung. Und im Grunde genommen komme ich auf die Position natürlich, dass wir in Deutschland eigentlich eine friedensstiftende Partei brauchen. Du bist bei den Piraten und du könntest dich doch, glaube ich, mit hoher Glaubwürdigkeit für dieses Thema einsetzen, indem du sagst, im Moment sind wir gezwungen, die Doppelstrategie zu fahren, nämlich den Leuten irgendwo Hilfe zu geben unter dem Eindruck, dass ein Grundvertrauen da sein muss, dass die Waffen nicht falsch eingesetzt werden. Das hast du uns heute Morgen erzählt, dass man dieses haben kann. Aber das darf, finde ich, nicht der letzte Punkt sein. Und wenn die Piraten einen Sinn machen würden, den ich ab und zu bezweifle und ab und zu dann wieder doch sehe, dann wäre es sozusagen auf diesem Feld stärker vorzugehen, mutiger zu sein, Forderungen zu stellen, auch Aktionen zu machen. Und insofern bitte ich um Nachsicht für sozusagen eine lange Statement-Frage. Rainer, du darfst das gerne mal machen. Das ist kein Problem. Und ich finde es schön, dass du nochmal auf die Partei der Piraten hinweist. Weil ich habe ja gedacht, Enno ist schon gar nicht mehr Mitglied. Wir haben darüber gesprochen. Da gab es ja viele Gerüchte und solche Dinge. Das haben wir klären können. Und ich bin sehr froh, dass Enno noch Mitglied ist. Das mit der Friedenspolitik, wir haben ja Workshops gehabt, wo wir Armeen ohne Waffen besprochen haben auch und über diese Idee gesprochen haben. Ich kann allerdings schon Enno folgen in diesem Falle, dass man sagt, okay, die haben, wie du sagtest, da gibt es ein gewisses Vertrauen. Man kann sagen, okay, bevor wir euch jetzt hier einfach verrecken lassen und auch gleichzeitig in Kauf nehmen, dass dieser Terror näher rückt, geben wir euch die benötigten Waffen. So, da kann ich mich im Moment vollumfänglich anschließen. Auch wenn es nicht schön ist und auch wenn es mir ein Kloß im Hals macht. Aber diese globale Friedenspolitik, da muss ich ehrlich sagen, da bin ich komplett desillusioniert, weil solange das über diese Kapitalismus-Schiene läuft, sehe ich das nicht. Weil es ja quasi diese Konflikte auch bedingt. Lässt sich auch an so einem Konflikt immer sehr gut verdienen. Ja? Und auch das ist nicht nur der einzige Grund. Also Friedenspolitik wäre jetzt wirklich eine Generationensache. Und nicht die Sache einer Partei. Das wäre mir ein bisschen zu viel und gerade für die Piraten, ehrlich gesagt. Aber klar ist das Teil von uns, das steht ja auch im Programm, wir wollen das ja auch. Wenn du noch mal was erwidern möchtest, schnapp dir gerne das Mikro. Oder Enno, ja. Ja, ich denke bei, Armee ohne Waffen habe ich jetzt das erste Mal gehört. Bei der Kernkompetenz einer Armee fällt mir das immer schwierig umzusetzen vor. Und da kommt mir als erstes meine alte Heimat Ruanda in den Sinn. Da hatten wir diese tollen UN-Soldaten, die leider ihre Waffen nicht benutzen durften. Was ja in gerade mal 50% Toten in der Bevölkerung geführt hat und 5 Suizidversuchen von dem General, der es geleitet hat. Kann ich verstehen. Deswegen glaube ich auch dann halt keine Armee. Island fährt gut mit der Strategie schon lange.
Die hatten noch so ein paar lustige Ideen. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber die finanzieren ihren Rettungsdienst durch den Verkauf von Feuerwerkskörpern. Das fand ich auch wie so ein Perpetuum mobile. Und deswegen denke ich, ja, das Problem ist ja nicht die Leute, die im Großen und Ganzen friedlich zusammenarbeiten wollen. Wie gesagt, auch aus anderen Kriegsgebieten oder Krisengebieten kenne ich es, dass mir alle erzählen, na, ich habe keinen Bock auf den Konflikt. So, also wie gesagt, so als den Dauerbrenner halt in Israel und Palästina, auf allen Seiten, mit allen und auch allen Militärs, denen ich gesprochen habe, die haben alle gesagt, na, ich habe keinen Bock da drauf, von mir aus können wir morgen aufhören. Also dachte, okay, dann mach. Aber es geht ja immer um die zwei, drei Hardliner, die sowas schön am Leben halten, weil sie irgendwie von profitieren. Und wie gesagt, in der Region, denke ich, könnte es ein Weilchen dauern, bis es da friedlich wird. Auch so Leute wie mit der ISIS, werden ja darüber gesprochen, werden zum Beispiel Palästina, Israel aus der Region alle Waffen rausziehen würde, also so schnipp weg, dann glaube ich, wären es extrem wenige, die noch mit Fäusten aufeinander losgehen jeden Tag, weil spätestens nach einem Tag tun einem die Hände weh. Dann wird man sagen, okay, jetzt habe ich den mal nahe gesehen. Also ich glaube, das ist ja da auch ein Problem, dass es so ein bisschen anonym die eine Rakete fliegt, die andere Rakete fliegt ist. Bei der ISIS, also bei den Deppen, die ich da gesehen habe, glaube ich, die würden auch noch einen Stein nehmen und auf den letzten eintrümmen, wenn es irgendwie geht. Also das ist halt für mich so genau der Unterschied. Ich denke, da sehe ich echt nichts, also für jetzt und akut und ganz praktisch nicht viel, was man machen kann. Frage wäre dann natürlich, wie kann man es nächstes Mal vielleicht ein bisschen vermeiden? Okay. Nur noch eine kurze Antwort zu deiner Position. Also ihr beide aus meiner Sicht glaubt zu wenig an die friedensstiftende Maßnahme durch den Einzelnen. In den 80er Jahren hatten wir Friedensaktivisten. Was ist seitdem passiert? Die sind weniger geworden. Die UNO hat ihre Autorität völlig verloren und kann insofern auch nicht mehr friedensstiftend unterwegs sein. Und insofern denke ich, kann man ja auch mal an einen Rollenwechsel denken. Natürlich ist die friedensstiftende Aktivität nicht einer Partei zuzuschreiben, aber warum kann nicht eine Partei mit dazu beitragen, dass sich diese Situation wieder verändert? Raus aus der Urmacht, rein ins Handeln. Entschuldigt, ich muss es so profan auf diesen Punkt bringen. Wenn wir selber nicht mehr daran glauben, dass wir eine gestaltende Kraft herstellen können, dadurch, dass der Einzelne sich angesprochen fühlt und es dadurch mehr werden, dann können wir wirklich einpacken. Da noch ganz kurz zu, weil du ja sagtest, die Diplomatie nicht aus dem Auge verlieren. Also sagtest du vorhin, deswegen hatte ich schon vergessen, diplomatisch bekomme ich halt auch viel aus der autonomen Region Kurdistan mit und da läuft irre viel, wodurch die Situation deutlich besser ist, als sie sein könnte, was halt immer noch schlimm genug ist. Was ich immer noch so am spannendsten da finde, ist, dass halt die autonome Region Kurdistan und die Türkei keine Probleme miteinander haben, sondern friedlich halt miteinander umgehen und die Türkei ja sogar Waffen im Kampf gegen die ISIS geliefert hat und Munition letztes Jahr, als sie zur Neige ging. Ich denke, das diplomatisch über die Jahre hinzukommen, ist schon extrem gut. Auf der anderen Seite verstehe ich nicht, wie man die Kurden im eigenen Land und die hinter der Grenze so grundsätzlich unterschiedlich behandeln kann. Ja, das ist halt eine andere Geschichte. Da denke ich immer, da ist extrem viel, was wirklich an einzelnen Personen hängt, die seit Jahrzehnten Kontakte in bestimmte Länder oder Freunde oder so da haben. Und trotzdem ist die Situation so schlecht, sie wäre sonst nur viel schlechter. Also das ist auch noch so der Punkt, sind ja immer so Nuancen von schlecht und es könnte noch viel übler sein. Aber wo ich denke, Diplomatie, klar, wird immer wichtig sein. Zum anderen die UN. Also wie gesagt, ich habe früher in Ruanda gelebt. Ich kenne ja die Highlights deren Arbeit. Freunde von mir waren auch UN-Waffeninspekteure und sind quasi nach dem Zurückkommen sofort gegangen und haben gesagt, ich will nie wieder mit denen zu tun haben. Und das ist bei fast all meinen Freunden, die mal mit der UN gearbeitet haben. Also wie sich so eine gute Idee so wahnsinnig ins Ausschießen kann und echt nichts mehr mit Friedenspolitik zu tun haben kann. Also mir schien immer, die Hauptkernkompetenz ist ein Puff aufbauen oder also ihn unterstützen, dass er steht und die Hotelwirtschaft drumherum ordentlich zu subventionieren, damit man halt im Fünf-Sterne-Hotel sitzen kann, wenn man ins Krisengebiet geht und nicht in so einem schäbigen. Und ich denke, ja, dann sollen sie halt ein Reiseunternehmen aufmachen oder sowas. Aber das, was bei der UN rumkommt, gemessen an dem, was reingesteckt wird, ist mir echt extrem dürftig in den letzten 10, 20 Jahren. Mindestens davor kenne ich es nicht gut. Ja,
ich verstehe hier fast immer nur Bahnhof und deswegen habe ich hier ein paar Nachfragen. Aber ich möchte jetzt erstmal an Rainers anknüpfen. Das ist mir nämlich sehr extrem wichtig. Und es hat so ein bisschen angefangen, dass die Piraten sich in diese Richtung für mich jedenfalls entwickeln, was ich schon lange begrüßen würde. Da gab es ja dieses Treffen mit Rammstein, also mit dieser gegen die Drohnen, die eingesetzt werden vom Bundesgebiet aus. Und dass also die Friedensbewegung wieder sehr viel stärker werden müsste. Und wir sollten uns da alle engagieren, ob wir Pirat sind oder nicht, als Bürger. Also die Friedensbewegung müsste wieder in großem Maße aufleben. Dafür würde ich mich einsetzen als Bürger und auch als Pirat. Und ich würde mich freuen, wenn die Piraten sich in diese Richtung entwickeln würden. Also ist mein Anliegen und da bin ich ganz bei Rainer. Aber jetzt zu meinen eigentlichen Fragen. Ja, bitte. Ja, also ich verstehe, wie gesagt, nur Bahnhof. Also ich habe jetzt verstanden, du warst im Irak. Ist das richtig oder nicht in Syrien? Ja, im Nordirak, richtig. Also auch in im Syrien, kurdischen Gebiet, genau. Sozusagen. Okay, ja. Gut. Die zweite Frage, auch ganz einfach. Du hast gesagt, deine Bekannten, die waren dann plötzlich bei der Armee. Bei welcher Armee, wollte ich dann nachfragen? Na, bei den Peschmerga. Das ist die einzige Armee, die es da okay. gibt. Okay, nein, ja gut, hätten ja sein können, sie sind zum ISIS gegangen. Hätte ja sein können. Also, dann wären es nicht meine Freunde. Okay, das war mir aber trotzdem so bei den Ausführungen nicht so klar. Dann die andere Frage. Der ISIS bekämpft die Kurden, das kurdische Gebiet. Und so langsam ist mir ja auch dieser Unterschied zwischen PKK und Peschmerga so ein bisschen gedämmert. Aber die bringen ja auch noch andere um. Jesiden, habe ich gehört. Was ist denn das denn nun wieder? Die ISIS bringen alle um, die nicht ISIS sind, kann man ganz simpel sagen. Das ist ja egal was. Alles, was nicht ISIS ist, wird umgebracht. Und die Jesiden, das ist eine religiöse Minderheit, die im Shingalgebirge, also im ganz kleinen Bereich vom Irak lebt. Da gibt es aber noch mehr. Es gibt Dutzende religiöse Minderheiten, zum Teil Zehntausende, zum Teil Hunderttausende, die irgendwo im Irak verteilt leben oder auch in anderen Gebieten der Welt, aber da extrem viele. Und die ISIS metzelt alle die ab. Und man kann es vereinfacht sagen, kleine religiöse Minderheiten haben halt keine Lobby. Und deswegen, wenn man jetzt sagt, wir greifen alle Christen an oder alle Muslime, da hat man ein Problem. Wenn man aber auf so eine Minderheit geht, dann haben die meist keine Schutzmacht in dem Sinne und können sich selber nicht verteidigen, weswegen die sozusagen, also so aus ISIS-Sicht, ein gutes Übungsziel abgeben, weil sie hoffen, dass man die mal so sozusagen zum Spaß abmetzeln kann und dann mal gucken, wie man weitermacht. Und die Jesiden sind halt eine von den Minderheiten, die da leben. Und welche Bevölkerung unterstützt denn jetzt die ISIS? Du hast gesagt, da gibt es ein großes Gebiet, da ist die Bevölkerung, die ist eigentlich ganz einverstanden mit IS jetzt. Also. Ja, sag mal, ich glaube... Und wer ist denn das? Also, ich glaube, das ist wirklich, Leute, die wirklich die ISIS unterstützen, sind sehr wenige aus dem Gebiet, wo die hinkamen. Die haben viele Unterstützer im Ausland leider. Und vor Ort ist es oft so, wenn die ISIS das übernimmt und man weiß, wenn man was gegen die sagt, wird man umgebracht, dann denke ich, da würde ich auch nicht sagen, ich finde euch scheiße. Dann bleibt man halt dabei und die zwangsrekrutieren halt auch Soldaten. Was es auch schwierig macht, weil sie sagen, möchtest du nicht freiwillig Wache schieben? Weil wenn nicht, hast du ja was gegen uns. Ne? Und deswegen ist es extrem schwer zu sagen, wer jetzt die wirklich unterstützt und wer einfach nicht sterben will. Also mit Mitläufer ist sozusagen. Genau. Okay. Dann noch die Frage, hat mich ein bisschen gewundert, mit dem Flüchtlingslager, was du erzählt hast. Also es gab ja diese Äußerung, wir sind nicht das Sozialamt der Welt von irgendeinem Politiker, CSU glaube ich. Und da gab es ja so einen Bericht und ich habe auch mehrere Sachen gesehen, es ist nicht nur eine, dass der Flüchtlingshilfsorganisation 3,5 Milliarden fehlen, um die Leute nur halbwegs zu versorgen in den Flüchtlingscamps. Und ich habe dann auch so Flüchtlingslager wurden dann auch gezeigt, die da sehr, sehr häufig sind und den Leuten es da aber extrem schlecht geht. Die haben kein Wasser mehr, die haben nichts mehr zu essen, die haben keine Kleidung mehr.
Also glaubst du, dass es eine Ausnahme war oder dass es der Regel ist? Also dieses Beispiel hat mich sehr gewundert. Das kommt drauf an, wie und wo und welche Organisation. Also im Nordirak, wie gesagt, nehmen die jetzt einfach Riesenkredite auf, um das zu stemmen, weil die sagen, sie können nicht unter dieses Niveau fallen. Aber da ist es eben so, dass der Staat bereit ist, sich hoch zu verschulden, um Flüchtlinge zu versorgen. In anderen Ländern mag es ganz anders aussehen. Also ich glaube, in Syrien kommen die einfach nicht mehr hinterher. Und zum Beispiel in der Türkei sind auch rund 2 Millionen Flüchtlinge, genau, glaube ich, inzwischen. Aber die werden ja größtenteils nicht ordentlich versorgt. Sondern die sagen, wir machen die Grenze auf, also was fair genug ist. Aber sie kümmern sich nicht darum, dass die Leute dann voll versorgt werden. Ja, und das ist eben deswegen variiert. Es kann gut sein, dass das irgendwelche Camps in den Gegenden sind, wo es heißt, ihr könnt rüber, aber seht zu, wo er Essen herkriegt. Also die autonome Region Kurdistan verschuldet sich, um es mal ganz genau zu sagen, weil ich bin mal dafür, genau. Ja, ja, ich meine bloß, dass man mal richtig weiß, wer es genau ist. Ja, genau. Und die letzte Frage ist, also ich gehe ja, soweit ich das aus Ferne beobachtet habe, dass man mit der IS nicht sprechen oder verhandeln kann, dass das wirklich so, so ungefähr wie mit den Nazis konnte man auch nicht verhandeln. Die haben ja bis zum Letzten da gekämpft. Und was hältst du denn von der Initiative von Putin, der ja angeboten hat, wir machen eine Allianz. Ich schicke auch Menschen da rein, also nicht bloß von Bomben von oben, was nicht so viel hilft. Und wir müssen den ISIS richtig alle zusammen bekämpfen, was ich persönlich sehr vernünftig fand. Aber die USA und weiß ich jetzt noch wer noch, hat es ja abgelehnt. Was hältst du davon? Na, zum einen, Amerikaner, Briten und Kanadier haben schon Bodentruppen im ISIS-Gebiet. Das wird hier nur nicht so ausgewälzt. Insofern gibt es da durchaus schon Einsätze, also auch von tausenden Mann auf dem Boden inzwischen. Aber im Prinzip ist es so, dass man mit dem Peschmerga 200.000 Mann hat, die es machen könnten. Denen fehlt halt die Ausrüstung und die Waffen. Also deswegen war die Idee von einigen Leuten, dass man sagt, warum eigene Leute gefährden. Wenn da Leute sind, die es freiwillig machen wollen, dann muss man denen eben die Ausrüstung geben. Und bei Putin, ich habe immer Sorge, was er wieder für Hintergedanken hat. Das ist bei den Amis nicht anders. Aber ich denke immer, nur weil er ein guter Mensch ist, wird er es nicht tun. Also und die Frage ist, geht es dann wirklich auch ernsthaft gegen die ISIS? Also auch in allen Gebieten? Oder wird es bei ihm zum Beispiel nur gegen die ISIS in Syrien gehen, damit Assad den Rücken frei hat? Weil dann hätte man, sagen wir, das käme so, dann wäre die ISIS raus aus Syrien, raus aus der autonomen Region Kurdistan und dann wäre es halt noch im Irak. Also wenn, da müssten es ja schon Leute machen, die sagen, wir kommen von allen Seiten gleichzeitig und machen dicht, damit man das Problem nicht verschiebt. Okay, wir haben leider nicht mehr viel Zeit für ein Zwiegespräch. Ich möchte noch eine letzte Frage zulassen, dann müssen wir leider zum Ende kommen wegen Speicherkapazität und auch das Restaurant möchte um 13 Uhr öffnen. Bitte. Hallo, ja, ich habe auch natürlich ganz, ganz viele Fragen, stelle die natürlich jetzt nicht alle. Ja, ich bin auch ein bisschen ratlos. Also ich denke, das lässt sich irgendwie Gewalt nur mit Gewalt bekämpfen, was natürlich immer die schlechte Lösung ist. Ich habe so ein bisschen rausgehört, es gibt Millionen von Flüchtlingen. Das wäre eigentlich eine globale Aufgabe, diese Leute zu schützen und zu versorgen. Die Bevölkerung findet das auch nicht so richtig gut, was die IS tut. Und ich, ja, meine Frage ist, in der Zukunftsperspektive, gibt es da eine Chance, dass irgendwie die junge Generation jetzt sagt, wir wollen das alles nicht mehr, auch in Syrien, wir wollen diese alten Diktatoren nicht mehr, was sich ja irgendwie im arabischen Frühling irgendwie so als schöne Vision irgendwie so auftat, dass sich das durchsetzt oder wächst jetzt eine Kriegsgeneration heran, die vielleicht nichts anderes gelernt haben, außer dass Menschen Menschen töten? Also Syrien ist halt jetzt nicht gerade mein Spezialgebiet, aber sagen wir, da sind ja also so ganz grob 40 bis 50 Armeen, die derzeit gegeneinander kämpfen. Und das macht es natürlich schon nicht einfacher. Und mir scheint, die Leute, die halt gerne was anderes hätten, die stehen jetzt hier in München am Hauptbahnhof und haben halt das Land schon verlassen. Und also zumindest alle, die sich es irgendwie leisten konnten und die irgendwie weg können, klar, die gehen irgendwann nach ein paar Jahren Bürgerkrieg. Und dann bleiben halt zum Großteil die über, die sich es nicht leisten können. Oder eben die, die in einer von diesen 50 Armeen dienen. Aber selbst wenn jetzt eine Generation nachwächst, ich glaube, das Problem da wird nicht einfacher. Das ist,
im Irak noch simpler mit den 3 Armeen, die man da hat, aber halt nicht mit 40, 50. Und in Syrien denke ich, dass die Leute Assad nicht, also ein großer Teil Assad nicht will, klar. Das ist das alte Problem von Diktatoren, da die sind schwer zu stürzen. Zumindest ohne internationale Hilfe, und die gab es ja auch nicht so richtig in letzter Zeit. Also deswegen grundsätzlich, ja, das ist ein internationales Projekt. Aber solange zum Beispiel ein Putin Interesse daran hat, werden die Amerikaner nicht gegen Putin agieren und so weiter. Und ich glaube, das Problem ist ja, dass entweder Amis oder Russen hinter vielen von den Systemen noch hängen. Und die werden sich ja nicht gegenseitig da angreifen. Die werden ein bisschen verhandeln, und sonst passiert halt nicht viel. Deswegen sehe ich nicht, dass eine nachwachsende Generation das Problem löst, sondern halt eher, irgendwann ist keiner mehr da und die anderen erschießen sich gegenseitig. Wenn man Glück hat, dann hat man ein leeres Land. Ist vielleicht auch ein bisschen sehr optimistisch. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, so, das ist halt, wenn man sagen, der Unterschied zwischen Hollywood und der echten Welt, also das Happy End gibt es hier nicht. Also die tanzen leider nicht morgen im Kreis und sagen, schön, jetzt machen wir es nochmal richtig. Also Syrien ist ja eh nochmal so ein Sonderfall, aber da ist es ja schon so, selbst wenn man verhandeln will, muss man erstmal jemanden finden, mit dem man verhandelt. Also weil so ganz simpel, es gibt die Leute, die wollen Assad erhalten, und es gibt die Leute, die wollen was anderes im ganzen Land. Und es gibt die Leute, die wollen das ganze Land erhalten, es gibt welche, die sagen, wir hätten aber unseren kurdischen Teil extra. Und dann gibt es die Leute, die sagen, wir wollen Kommunismus und wir wollen Kapitalismus. Und das aber in verschiedenen Auslegungen. Also es gibt die Kurden, die sagen, unser Land und also überall Kapitalismus, überall Kommunismus, nur hier. Und dann gibt es die Araber, die das Gleiche wollen, und die mögen sich nicht. Und dann hat man halt am Ende diese 40, 50 Leute und sagt dann, okay, muss man erstmal so eine Kreuzmatrix malen, wer will hier was und mit wem verhandle ich jetzt über was. Und man kriegt es halt überhaupt nicht unter einen Hut. Oder man sagt, wir machen jetzt ein Raster und 50 kleine Ländchen draus und jeder kriegt seinen Planquadrat. Das wird auch nicht funktionieren. Also deswegen glaube ich, Syrien, weiß ich nicht, ist, ich glaube, das große Happy End wird da in den nächsten Jahren ausbleiben. Ja, vielen Dank, Enno, für deine ausführlichen Statements. Ich möchte jetzt noch Rainer bitten, die nächste Martinet gleich anzukündigen. Und ich würde selber gerne noch sagen, dass es natürlich sehr frustrierend ist, wenn man keinerlei Perspektive jetzt auf eine relativ naheliegende Lösung bekommen kann. Dass man dann auch wahrscheinlich mit den kleineren Übeln leben muss. Nach dem, was du uns vermittelt hast, würde ich mich sehr freuen, wenn die kurdische Kultur und die Region dort überleben würde. Ich finde es sehr schön, auch Einblicke zu kriegen in diese autonome Verwaltung, ja, die sie ja wirklich sehr gut selbst organisieren, ohne dass man da irgendwie großartige Pläne macht und solche Dinge. Es läuft ja viel informell und auf dieser Bekanntheitsebene und solche Dinge. Ja, das war auf jeden Fall sehr ausführlich, und ich würde mich freuen, wenn du auch in Zukunft bereit wärst, die Fragen unserer Gäste oder auch unsere Fragen per E-Mail oder wie auch immer zu beantworten. Danke, Enno. Natürlich, gerne.